Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sunkenland. Ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir uns, glaube ich, diese wunderschöne Waffe gemacht. Unter anderem waren wir noch in den Folgen hier unten, haben uns mal den Eisberg angeguckt, da die Brücke haben wir uns mal angeguckt. Wir wollten, glaube ich, alles aufdecken. Vielleicht werden wir das auch erstmal machen. Und looten müssen wir, denn wir müssen noch so einiges machen. Wir müssen auch noch unsere Verteidigung bauen. Wo ist denn das Geschützturm? Yep, 8 Stück. Wir brauchen ganz dringend Metall. Läuft auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Essen mit dabei. Trinken habe ich auch dabei. Wir müssen mal gucken, was unser Boot so macht. Ob wir da noch irgendwas rausnehmen müssen. Ein bisschen. Ich glaube, das wollte ich offline sortieren. Offline. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal eine Runde dann erstmal wieder looten. Wir müssten auch demnächst wieder... Boah, ich hasse mein Leben. Demnächst mal wieder angegriffen werden. Da wird eigentlich höchste Eisenbahn, dass da mal wieder was kommt. Vermissen tue ich zwar die Kumpels nicht, aber irgendwas wird da noch kommen. Es war so klar, dass es voll ist. So. Und dann können wir die Baumwolle hier oben hinpacken. So, Glas. Ich habe leider es ein bisschen verpennt, meine Sachen aufzuräumen. Oh, ich habe hier noch Gummi. Gummi, 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 Gummi. Er sieht schon wieder alles gleich aus. Nein, das hier oben. Sehr schön. Gut. Müssen wir uns jetzt nur Gedanken machen. Oh, das tut weh. Wo wir jetzt looten wollen. Die Brücke könnte ganz schön hart werden. Und das werden wir mal so ein bisschen zum Schluss machen. Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas kommen wird. Und uns fressen wird. Ja. Vielleicht. Und dann werden wir langsam nach oben wandern. Lass mal kurz gucken. Wie viel Dings habe ich hier eigentlich? Ja, wird aber, glaube ich, nicht gerade ausreichen für das, was wir brauchten. So, hier nimm mal kein Holz. Super. Nehmen wir mal hiervon. So, die Freunde braten vor sich hin. Das Holz freut sich auch seines Lebens. Und wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen Schrott ranbekommen. Ich glaube, ich werde mit dem ganzen Looten eher fertig sein als mit meiner Basis. Könnte passieren. Wir wollten uns auch noch das Boot craften, um zu gucken, ob wir... Also hier die... Die guten Kumpels wollten wir machen, aber dazu brauchen wir erstmal. Entschuldigung. Metall. Ganz viel Nicht-Metall. Eisen brauchen wir. Hätte ich vielleicht bessere Waffen mitnehmen sollen? Wenn ich jetzt zur Brücke fahre. Wie gesagt, ich glaube, die Brücke, die wird schon ein bisschen zäher. Weil die Freunde können von oben schießen. Ja, reicht noch. Das würde mich interessieren. Und da müssen wir auch noch mal hin. Also komplett alles gelootet haben wir bei manchen Teilen noch nicht.
Ist vielleicht auch gut so. Sollten wir hier alles aufgedeckt haben, brauchen wir noch ein paar Reserven. So, Brücke. Ich hoffe, mein Base wird zwischendurch nicht angegriffen. Wäre irgendwie sehr tragisch. Was war das? Hat sich gerade komisch angehört. Ach, sag bloß. Nee, doch. Ich dürfte da hochkommen. Ich glaube, den ersten habe ich. Lade nach. Okay. Natürlich, sie trifft dich nicht. Oh. Nashika, öfters hier. Okay. So, wir nehmen alles. Ich habe keine Musik, ne? Was sehr merkwürdig ist. Aber irgendwie hatte ich diesen Musikbug in der letzten Folge bei der... Nicht Mine, wir waren noch woanders. Oder war das die Mine? Nee, wir waren noch wo? Wir waren irgendwo anders noch. Wo ich keine feindliche Musik habe. Warte. Okay, das ist leer. Gut, muss ich ein bisschen näher ran. Die machen alle irgendwie so ein bisschen Yoga. Was zum Henker? Zwei Haie. Ich gehe definitiv nicht tauchen.
Mich irritiert es, dass ich keine Musik... Warum kann er mich da oben treffen, aber ich ihn dann nicht? Danke für die Munition, mein Freund. Ist das laut? Hat er sich gerade noch zu geduckt? Ah, er lebt noch und zuckt. Jetzt sah es ein bisschen aus wie eine Sterbesequenz. Animation, ihr wisst, was ich meine. So, ich würde mal oben lang gehen. Weil wir dann alles von oben besser sehen können und keiner uns von oben abschießen kann. So, du kommst mal nach unten, mein Freund. Gut, das haben wir. Huch. Oh, ey, nicht runterfallen. Das war's. Ich glaube, wir haben alle. Essen. Sehr wichtig. Hier ein bisschen Instant-Nudeln. Hier, das kannst du dir auch noch reinpfeffern. 111. Sieht da alles hübsch aus. Aber momentan nicht vonnöten. Okay. Damit es wegkommt. Und dich nehmen wir auch nochmal mit. So, hier oben dürfte es dann durch sein. Dann sind wir fertig mit diesen... mit der Brücke. Okay, wollte schon sagen... mal mit. Den Tresor natürlich auch. Mitgenommen. Ich glaube, wir dürfen noch bei dieser Insel eine Runde tauchen gehen. Voll. Das hier drüben. So, da haben wir ein bisschen Platz noch.
erstmal in eine fremde Base reingehen und alles zerstören. Einrichtung. Inventar. So, eigentlich müsste ich mal kurz hier rüber. Dann kann ich nämlich das mitnehmen. Oh, natürlich. So, von hier kamen wir. Wenn es klappt, würde es gehen, dass wir alle sitzt von der Insel mitbekommen. Vielleicht. Napp. So, wartet. Wir werden das einmal rausschmeißen. Das sind Sachen, die uns absolut nicht schützen werden. Gut. Wir kümmern uns hier rum. Weiß ich ja nicht. Ein Regenwurm. Schon wieder diese Hose. Können wir mitnehmen? Ich frage mich, was der Eisberg da hinten so bedeutet. Ist der Eisberg geschmolzen? Sieht so ein bisschen aus, als ob er geschmolzen wäre. Fahren wir gleich mal hin, wenn wir hier fertig sind. So, da wird, glaube ich, ein bisschen Leder rauskommen. Deswegen... Ups. Packen wir mal alles erstmal hier wieder rein. So. Ich korrigiere. Ich glaube, wir müssen ein paar Mal fahren. Regenwürmer. Brauchen wir nicht. Ach, Stoff nehme ich mal trotzdem mal mit. Aber die Regenwürmer sind erstmal jetzt nicht vonnöten. Weg damit. Ich glaube, der Eisberg ist ein bisschen kleiner geworden. So, hoch mit uns. Wow, bisschen Essen auf dem Boden. Nice. Okay. Das Regal kann ich anscheinend nicht kaputt machen. Soll uns erstmal nicht stören. Nein. Die Hose lasse ich da. Wow, ein Sensemann. Jetzt kann ich mir einen zweiten hinstellen. Ich glaube, das habe ich hier oben schon alles. Ja, das habe ich hier oben schon alles weggefrühstückt. Da drüben geht es nochmal hoch. Da müssen wir auch nochmal gucken. Pass auf, der Heli wird garantiert sehr viel Zeug haben. Deswegen gehe ich erstmal zum Heli. Okay, mit dem Heli kann ich nichts machen.
So, wie sieht's aus? Ja, ein bisschen können wir. Das, was wir machen können, ist, dass sie mal trinken. Und wir essen einfach mal. Sind wir durch? Wie? Und 50? Ich muss jetzt wirklich nicht tauchen, oder? Ich glaube, ich muss tauchen. Ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder weinen soll. Weg damit. Holz. Das Holz wird mitgenommen. Gefühlt wird da unten noch sehr viel sein. Ich finde, der Eisberg sieht komisch aus. Wir können ja mal gucken. Vielleicht baut er sich ja dann noch auf, wenn wir dann näher sind. So, meine Freunde. Guck mal. Da hast du ein bisschen was. Hier ein bisschen Holz. Das kann hier gerne rüber. Guck mal, die können rüber, die können rüber. Die jetzt gerade nicht so. 30 Schuss können wir nach unten. Ich glaube, ich habe gerade alles rübergepackt, was ich rüberpacken kann. Und wir speichern einmal. Ich will nur mal kurz zum Eisberg. Hui. Warum auch hier ein vereinzelter Eisberg ist. Gut, nun ja. Was auch immer die Koordinaten zu bedeuten hat. Sieht eigentlich mein Inventar aus. Ich könnte vielleicht noch eine Runde tauchen gehen. Wobei, bringt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, das da hinten wird noch ein Mordspaß. Das sieht auch sehr einladend aus. Keine Ahnung, was das da hinten ist. Und die Insel da hinten haben wir noch nicht.
Schön. Einfach mal den Hai weggehapst. So. Licht. Wow. Ich glaube, dann sammle ich lieber Schrott ein. Schrott brauchen wir auch momentan. Elektroteile. Das sieht ein bisschen groß aus hier. Und 60% und mein Licht ist ausgegangen. Oh, ich dachte gerade, eine Person liegt gerade vor mir. Gut, ich glaube, das reicht erstmal. Gut, wir fahren erstmal nach Hause. Bringt da eh nichts, gerade im Dunkeln hier rum zu forschen. Und wenn das Inventar natürlich voll ist. Ein Hochhaus, oder? Wir können ja mal das wenigstens aufdecken. Bürgerzentrum, neutrales Gebiet. Hui. Ah nee, das ist ja unter mir. Nee, das ist vor mir. Das sieht groß aus. Ach du Sch... Welch Freude. Das sieht groß aus. Ich glaube, ich fahre erstmal nach Hause. Das können wir ja irgendwann mal machen. Bewege ich mich? Gefühlt irgendwie gerade nicht. Wir mal gucken, ob wir jetzt so ein bisschen anfangen mit der Außenmauer aus äußeren Ring. Habt ihr Mädels irgendwas für mich? Ich glaube, die wird für immer da bleiben bis nächstes Jahr, bis dieses Jahr Oktober. Marmor. Hatten wir, glaube ich, aber schon das letzte Mal gesehen. Nee. Du überzeugst mich immer noch nicht. Und was guckst du denn so? Das ist echt. Wir müssten aber, wie gesagt, wirklich demnächst mehr angegriffen werden.
Oh. Ups. So, wir sind da. Kann ich denn noch irgendwas bei mir mitnehmen? Guckt mal, wir könnten eigentlich das mitnehmen. Die Sportskanonen können wir auch mitnehmen. Die auch. Und soweit sehe ich nur noch das. In der Hoffnung, dass ich jetzt wirklich nicht angegriffen werde. Oh, guck mal. Ich wollte gerade sagen, Musik. Kommst du noch mal zurück? Hä? Och. Gut, Jungs und Mädels. Ich dachte, es kommt schon wieder was. Ich würde sagen, ich werde erstmal das Boot ausmisten. Bedanke mich hier fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.